Hallihallo Leute, ich schiebe euch jetzt ein Highlight rein vom 2.11.2021 Players Championship 28, der Tag, an dem der German Giant so richtig erwacht ist und übelst einen rausgehauen hat. Stay tuned, es wird der absolute Hammerritt. Zwei Games zum Anpacken. Los geht's. Dann mache ich Gaga halt da auf, links oben. Bei Hempel in der Nähe, vielleicht hilft es ja dem Hempel jetzt, Unterstützung von Gaga von links, die Unterstützung, und Flo Hempel hat 121 und ich glaube, er kriegt einen Dart. Er kriegt einen Dart auf Check, aber kann er den nutzen? Na, kann er nicht nutzen. Ja, geil. Links oben hast, achso, Martin Schindler haben wir noch. 2-1 vorne gegen Steve Lennon und Gabriel Clement. Gabriel ist 5-0 hinten, ja, richtig geil. Ist auf dem Weg zum 6-5, ist aber noch ein langer Weg. Ja, schön die 180 gemacht. Konnte sich da kein Finish stellen. Ne, 177, hätte 169 gelassen. Und so weiter. Also, da war kein Finish möglich. Von 3,46. Hat das Beste draus gemacht. 180, lalala. Ich muss sagen, ja, Gilding kann die 101 natürlich checken. Ist dann der Whitewash. Sonst hat Gaga hier noch ein paar Darts zum Break. Und Lennon hält sein Leg, checkt eine 60. Shindy musste 12 Rest lassen. 2-2 steht es da. Lennon hat sich wieder ein bisschen eingekriegt. Ja, und Gilding stellt erstmal. Und Gaga jetzt mit der Chance, ein Leg zu holen. Dann können wir alle auf den Balkon und einmal klatschen. Ja, macht er. Und es ist ein Break. Rebreak. Er braucht nur noch 4 Rebreaks. Naja, irgendwie 3 oder 2. Leg für ihn, Break, Leg für ihn, Break. 2 braucht er noch. Ja, das habe ich jetzt an 5 Fingern abgezählt, aber nicht wirklich. So, 180. Leg, sein eigenes Leg. 5-2 und Dobie jetzt bei eigenem Anruf mit der 180. Gaga Clemens hat die Gnade von Gilding nochmal erfahren. Kriegt dieses Leg geschenkt. Nach 180, 80, 60, 45, 58, 38. Checkt er irgendwas Simples mit 2 Darts. Hier mit 3 Darts eine 40. Und Martin Schindler hat eine 100 gecheckt zum Break. Der war wichtig, der war richtig gut. Und ich kann euch den nächsten Holländer gegen den nächsten Engländer reinmachen, weil es absolut interessant ist. Steve Brown gegen Ron Möllenkamp. So. Gaga Clemens 3-5. Er hat irgendwas gemacht. Ich habe nur so halb hingeschaut. 85, 140, 140, 96. Und dann gecheckt. Er darf jetzt einfach nicht beeindruckt sein. Jawohl, jetzt auch nicht. 180. Und gibt ihm einfach eine zurück. So schaut es nämlich aus. Der Gaga ist aufgewacht, hat sich stabilisiert, hat sich German Giantisiert. Verstehst du, was ich meine? Wie so ein Steingolem, der aufsteht und dann wieder fest wird, ne? Und dann einfach auch nicht mehr aus der Ruhe kommt. So, und jetzt 2 Darts für Gaga. Pop-Pop, Gilding vor lauter Panik, kein Finish gestellt, weil ich denke, was ist hier mit mir los? Kein Finish. So, bam, 4-5. Und jetzt Gilding nochmal mit ein bisschen Panik, das wäre ganz geil. Schön Panik auf der Titanic mit Marzipan oder keine Ahnung. Ich hab Otto mit Jürgen von Lippe vermischt, ist mir aber egal. Jedenfalls geht es jetzt ans Eingemachte. Eine 100 von Gilding, eine schüchterne 100, versteckt sich hinterm Baum. Und jetzt Gaga mit einer 140, 140, 140er Line. Könnt ihn jetzt schön an die Wand drücken und ihm sagen, so Kollege, pass mal auf, die Sache hat sich gleich erledigt. Ich sage ja, 6-5 Sieg ist noch drin, ist nur ein langer Weg. Ne? Jawohl, Gaga mit der ersten 140, die sich tarnt als 92, darf man nicht unterschätzen. So, ich habe wieder ein Auge hingeworfen. Okay, Gilding 100, 100, dann schauen wir uns jetzt halt an, das Drama jetzt. Wenn, dann haben wir es halt ganz gesehen. So, Gaga mit der 100. 174. Gaga schlägt nochmal zu mit einem Maximum. Mit einem Maximum. Würde mich auch nicht wundern, wenn der Gilding das physisch gefühlt hätte. So, batsch, als Aua. Als richtige Watsche, so hier. Zack, weißt du. Und der Gilding spürt es nicht, kriegt eine 140 zusammen, aus irgendeinem Grund. Und Gaga jetzt nochmal eine 174 hinterher. Keine Ahnung, was er dann Rest hat. 61, aber er macht es nicht. Macht eine 96, er kommt wieder ein bisschen down. Und ja, die 139 steht. Gilding jetzt, eine 42 wäre ganz geil. Er steht auf 161. Irgendwas Beschissenes wäre ganz geil. Irgendwas richtig Schlechtes. Er wird doch nicht checken, oder? Das wäre doch jetzt... Ja, 65 ist so grenzbeschissen. Nehmen wir gerade noch mit. Wenn Gaga jetzt checkt, ist eh egal. 139, warum nicht mal checken? Könntest du doch machen. Ne? Oh, 40 Rest. So, Frage an Gilding. Herr Gilding, wie müde sind Sie? Ja. Antwort von Gilding, sehr müde. Schindler checkt hier. 6-3 gewonnen, Martin Schindler. Und das heißt, wir gewinnen jetzt hier beide Buden. Come on.
Hilding wirft daneben, egal was. Jawohl, 56, ist egal, nimm mal mit. Und jetzt, du wenig auch noch da. Also, deutsche Packung auf der linken Seite. Gaga müsste jetzt den Check machen. Müsste jetzt den Check machen. Die Seite, die Seite. Und Gaga wirft an und da ist der Check. Deutsche Packung auf der linken Seite. Batsch, batsch, rechts, links. Keiner weiß, was hier abgeht. Jedenfalls, der Fight ist on. Eddie Lewis gewinnt 6:2 gegen Seren Tihan. Und Gaga jetzt bei eigenem Anwurf eine 180 möchte ich jetzt sehen. So eine richtig geile Bude. Dann von Gilding eine 61, dann eine Gaga eine 140 hinterher. Dann Gilding eine 100. Jawohl, da ist die kleine Schwester von 180, von der ich gesprochen habe, von der ich geredet habe, von der ich geschwafelt habe. Da ist die Kollegin und meine Lebkuchen werden langsam schon ein bisschen weich, ein bisschen spukulös aufgelöst. Kein Problem, so wurde Spekulatius wahrscheinlich erfunden, einfach auf den Lebkuchen gespuckt und dann geschaut, was dabei rauskommt. Luke Peters, William Born, ich mach mal irgendwas an. 58 von Gilding, der hat sich schon rübergerollt, der hat schon aufgegeben. Jetzt gar nicht nachlassen, jetzt keinen Simon machen, jetzt einen richtig geilen machen. 180, 140, 100.000, irgendwas hinterher, 104.000 Milliarden. Ah! Dreht hier einmal um. 85, das ist symbolisch. Gaga will jetzt dem Gilding zeigen, dass er sich schon umgedreht hat. Ne, mit der 85, 58, das ist eine psychologische Sache. Gaga macht hier alles richtig. Psychologischer Krieg, psychologische Kriegsführung gegen Gilding. So, geil, jawohl, 81 und jetzt macht er nämlich eine 181, um das nochmal umzudrehen. Kein Problem, der Gaga hat heute die Darts dabei, die 181 checken können. Hughes gegen King gewinnt er hier, 6:5 und Gaga mit der 100. Boah, ich wollte schon tonnen, ich dachte schon, ich drehe durch. Gaga auf jeden Fall hat das Ding gewonnen. Er hat eine 100 gewonnen. Hat eine 100 geschmissen und ich hoffe, dass es jetzt genauso ist wie vorhin, wo ich mir denke, oh, der gewinnt doch 6:5. Ist nur noch ein langer Weg. Gut, zwischenzeitlich haben wir auch die Hoffnung aufgegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind da ein bisschen wankig, mütig. Wechselstrom, ACDC, keine Ahnung. Jedenfalls Gaga jetzt mit der 176 Rest. Und jetzt muss er eine Packung schieben. 140 für 36 Rest. Stell's dir schön, Gabriel. Oh! Stellt sich ein geiles Zweidart-Finish. Der Gaga. So, Gilding jetzt eine 41, so richtig abkacken, so richtig Panik haben, so, ich war 5-0 vorne, wie kann sowas passieren? Komm, kack jetzt richtig rein, so auf die Bühne, dass es stinkt, ist mir egal. Ah! So, Gaga, bleib cool, zwei Darts, mach wegen mir einen Hempel. Nee, mach keinen Hempel, mach zwei Darts, Triple 20, 32, zwei Darts, hast du 100 Mal gemacht, pop, pop, raus damit, 6:5, nie wieder drüber reden, geiles Game, hart gedreht. Dreh ihm die Nippel zusammen, komm. Ja, zwei Darts. Ja. So, und Gaga gewinnt die Bude. 5:0 hinten, 6:5 gewonnen. Kein Problem für Gaga, kein Problem für mich. Jawohl, das waren die 7 Phasen des Sterbens. Aber am Anfang war die Hoffnung. Und die Hoffnung haben wir bis zum Ende dann doch noch irgendwie halb durchgezogen und gehalten. Und der Gaga gewinnt es mit 95er Average, 6:5. Und er hat den Gilding umgerollt. Und das Ding kannst du als Highlight, kannst du hinter die Ohren schieben. Ich hab's gestreamt, kein Problem für mich. Van der Voort 5:5 im Seider und Barney 4:2 vorne. Jetzt können wir uns um die anderen Sachen ein bisschen kümmern. Jetzt müssen wir aber echt uns mal kurz konzentrieren. Nicht, dass wir Gaga hier auch noch verlieren, auf eine ganz, ganz tragische, unglückliche Weise. Nachdem der Gaga vorhin 5:0 hinten war und dann noch gewonnen hat, wollen wir ja nicht, dass er hier, was war er, 5:2 vorne und dann nochmal verliert. Ross Smith checkt und wir haben einen Decider. Beide auf dem 86er Average, 5:5 verdient. Und Gaga mit der 180. Der Start ist gut. Jetzt kommen zwei Faktoren. Erstens mal Ross Smith. Okay, die 100. Nicht zu wenig Druck, nicht zu viel. Und jetzt der zweite Faktor. Gagas zweite und dritte Aufnahme. Vor allem die dritte. So, die zweite, irgendwas über 100 wäre geil. Ja! 180. Jetzt schaut es schon sehr gut aus. Jetzt schaut es schon sehr, sehr, sehr gut aus, Leute. Ich schaue mir das mal aus der Nähe an. Ich sehe nichts. Alter Schwede. Gaga auf dem Neuner. Da musst du erstmal in den Lebkuchen gucken, dass du da daneben schaust. Und Gaga, den kannst du gerne jetzt auch machen gleich. Ja! What the fuck, ey! Gaga macht den Neuner zum Match im Decider. Er macht den Mensur. Neuner im Decider. Gabriel Clemens, 9 Data. Jawohl, Gänsehaut. Bis zum Arsch und noch viel weiter, ey. Alter Schwede, wie geil ist das denn? Bam. Jawohl, 5:0 aufgeholt und noch den 9er. Der Ross Smith hat nur 6 Darts geschmissen. Schau mal den an, der denkt sich, hä, ich hab noch Darts in der Hand. Ich hab noch erst 2 Aufnahmen gemacht. Ja, Mann, so schaut's aus. Der Gaga schiebt ihm den neuen Data rein. Und den habe ich sogar gesehen. Ne? Trotz Lebkuchen. Geile Bude, hey. Geile Bude. Jawohl, egal was heute passiert.
Der Gaga hat den Neuner gemacht und hat hier übelst einen rausgehauen. Gewinnt zwei Spiele mit 6 zu 5, davon eins nach 5-0 Rückstand und eins mit einem Neunter hat er. Na, wie willst du deine 6-5 Spiele gewinnen? Und Gaga so, ja. Kein Problem für ihn. Jawohl. Jawohl, da brennt das Woodhouse. Hey, wo spielt der eigentlich? Mal kurz schauen. Luke Woodhouse gegen Ratajski 1-1. Brooks 1-1 gegen Jason Lowe. Cross 4-5 hinten gegen Bantingo. Cross auch mit der 180. Der will auch in den Decider bei einem Anwurf. 2-4. Peter Wright ist hinten gegen Sauter.